Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich habe im letzten Raid gut Fortschritt gemacht, was die Missionen betrifft, und ich möchte etwas Abwechslung, deswegen gehe ich jetzt auf Woods. Es gäbe noch eine Möglichkeit oder beziehungsweise eine Quest auf Ground Zero, aber ich brauche einfach ein bisschen einen Tapetenwechsel, deswegen Woods. Hier seht ihr noch einmal kurz, was ich mitnehme. Ich habe nicht allzu viel Munition jetzt hierfür dabei, aber ich denke, es sollte reichen. Und damit suchen wir mal ein Spiel. Ja, was für Quests habe ich jetzt auf Woods? Hauptsächlich die Sachen von Prepper. Das heißt, ich muss den Konvoi und das Camp finden. Und dann noch die Nummer mit... Wer war denn das? Welcher Händler? Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber jedenfalls den Brief von mit für Jäger. Man will ja nicht immer dieses böse Wort in den Mund nehmen, ne? Aber Shooter und ein sehr ähnlich klingendes und langes Wort haben eine lange gemeinsame Historie. Und in letzter Zeit scheint es wirklich sehr, sehr schlimm zu sein. Ich sag zwar lieber immer so: Nee, ich bin halt schlecht. Nicht immer jeden verdächtigen sofort, sondern immer erstmal von der Unschuld ausgehen. Aber da man in Tarkov ja auch keine Killcam und nichts sieht und das kaum nachvollziehen kann, ist gerade bei solchen Spielen ist man dann schnell das Gegenüber als Cheater zu bezeichnen. Auch wenn es vielleicht überhaupt nicht stimmt und man einfach blind war im Spiel und dumm gespielt hat oder gerade offen für den Stand oder sonst irgendwas, ne? Meine Killcam in Tarkov ist auch schwierig, weil gerade wenn du im Duo unterwegs bist oder so, dann könntest du den natürlich callen, wenn da direkt die Killcam kommt. Aber man müsste es halt anders machen. Wenn das Duo dann tot ist, kannst du dir im Nachhinein nochmal diesen Clip anschauen. Ist wahrscheinlich aber auch nicht so einfach, das umzusetzen. Weil da muss ja dieses Replay des Gegners irgendwo reingespeichert werden und aufbewahrt werden, bis du es dir anguckst oder auch nicht. Keine Ahnung. Ganz schwer. Wobei alle Replays, so einen ganzen, das ist ja eigentlich nur, eigentlich müssten ja nur Bewegungsmuster gespeichert werden und Mausbewegungen. Das ist im Kleinen keine großen Dateien mehr. Und dass man die sich im Nachhinein anschauen kann von seinem Raid, das wäre schon geil, einfach um auch eine Analyse machen zu können. Ah ja, da hat er mich gesehen. Hier bin ich dumm gemoved, da hätte er mich schon sehen können und so weiter. Wäre auch super spannend. Hätte ich bestimmt schon oft angeguckt, sowas. Alles klar, let's go. Oh nee, scheiße. Ich hab vergessen, Heavy Bleed einzupacken. Fuck. Oh shit, okay. Orientieren, orientieren, orientieren. Ah, wo gibt's Medical Stuff? Wo zum Geier bin ich? Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Puh, krieg ich irgendwo Medical Stuff? Ich habe die Grafikoptionen auch extrem weit runtergeschraubt. Ihr seht es vielleicht in der Entfernung. Und die Schatten und alles. Um euch ein flüssigeres Erlebnis liefern zu können. Gut, ich gehe mal Richtung Camp und Konvoi. Jetzt bin ich natürlich schon relativ lange hier. Das heißt, davon da hinten könnten PMC-Bots natürlich hinter mir herkommen. Normalerweise schaue ich immer, dass ich recht zügig hier raufkomme. Ja, wir werden es gleich merken, von wo ich beschossen werde.
Im PvP ist da hinten so eine richtig miese Stelle, ne? Hier oben. Ja, ich weiß, weiter nach links darf ich nicht. Weiter links kommen die Minen. Hier bin ich gerne im PvP-Modus, habe ich mich hierher gesetzt und habe mir einen abgechillt und habe die Leute gesnackt, die da unten entlang gelaufen sind. Mega mies. Richtig assi. Und da vorne auf dem Hügel gibt es da links eine Mine. Das ist natürlich, also die Grafik sieht bei mir jetzt nicht so schön aus. Das Spiel kann wesentlich schöner aussehen. Wie gesagt, ich habe es runtergeschraubt, damit es flüssiger wird. So richtig, weiß ich nicht, ob es gut geklappt hat oder nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage. Ich habe halt keine Ahnung, wie sich die PMC-Bots verhalten, ne? Ob die dieselben Laufwege haben wie ein normaler PMC. Hier kann eine Waffe spawnen. SKS-Cover, ja. Zeiger, nee. AK, nee. Oh, nicht. Was bist du? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ja, das könnte was sein, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. So Schienen und eine Platte. Das neue Rüstungssystem, das habe ich noch gar nicht irgendwie benutzt. Da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, was haben wir hier drin? Wie groß ist die? What? Okay. Krass, nehme ich. Ah. MP5. Cool. Schade, nichts gegen schwere Blutungen. Hier kann man auch ganz wild über diesen Felsen irgendwie drüber, aber weiß ich leider nicht, wie das funktioniert. Jetzt. Ich will eigentlich was gegen schwere Blutungen und nicht hier so ein ultra teures Ding. Ja, da kann der M4 spawnen, ich weiß. Ich suche aber aktuell eigentlich Sachen gegen schwere Blutungen. Sehe aber leider nichts. Da liegt sogar eine. Glaubst es ja nicht.
Shit. Was? Was passiert hier mit dem Ding? Ich bin jetzt so gnadenlos überladen gleich, ne? Und hab nichts gegen schwere Blutung. Oh, wichtig. Gute Munition, die brauche ich. So. Jetzt versuche ich zügig die Quests abzuschließen. So, das ist der Konvoi hier. Haben wir die Teilaufgabe. What the fuck? Seit wann fährt hier ein Fahrzeug rum? Seit wann gibt's auf Woods einen Panzer? Macht der mir was? Tut der mir was? Nur wenn er bezahlt wird, ne? Ich glaube, der macht, tut mir nur was, wenn der bezahlt wurde dafür. Ich muss jetzt gleich kurz in meine, in den Questlog reinschauen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ob die Aufgabe für Prepper an der Stelle jetzt schon erledigt ist. Du bist ein PMC. Überlebe und entkomme. Okay. Hat der einen Mate dabei? Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall geschossen da vorne. So, ich muss jetzt eigentlich... Holy shit! Moment. Er kam doch auf mich zu, dieser PMC. Da. Der wohl alleine ist, keine Ahnung.
Wo ist er? Er ist irgendwo da, ich habe ihn gehört. Den habe ich erwischt. Oh shit, Scaff. Von der anderen Seite. Einen habe ich erwischt. Okay. Waren das jetzt beide? Schwer zu sagen. Der eine hat den guten Helm auf, glaube ich. Und dann war da hinten noch irgendwo was. Bisschen Risiko gerade. Oh, die Weste, ne? Aber ich kann ich nicht tauschen. Aber der Helm ist besser als meiner. Ja, schwere Blutung, nice. Du bist die gute PS-Munition. Das ist jetzt ein bisschen wild, das hier zu machen, aber tu es einfach. Okay. So, weiter im Text. Aber du musst doch auch ein PMC gewesen sein eigentlich. Du sahst aus wie ein Bot, wie ein Scaff, aber... nee, will ich jetzt nicht suchen. Ich habe was gegen schwere Blutung gefunden. Das ist schon mal gut. Noch ein bisschen mehr Heilung. Auch gut. So, jetzt muss ich irgendwie hier quer rüber. Da ist der Berg, links daran vorbei. Zum Flugzeug. Glaube, ich gehe hier hoch. Schwierig. Bin ich hier erstmal ein bisschen sicher? Ja, komm, dann laden wir mal nochmal ein Magazin durch. Ich habe die Pistole mitgenommen, die wollte ich eigentlich im Lager lassen. Komme ich hier überhaupt hoch? Nee, oder? Nee. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, nur noch 10 Minuten. What? Okay, dann muss ich jetzt mich ein bisschen sputen. Aber nicht zu hektisch. Nicht, dass ich hier auch noch in irgendeinen... irgendeinen Skeftum reinlauf oder sowas.
Ich meine, da oben können, glaube ich, auch Scavs spawnen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will zum abgestürzten Flugzeug. Gleich auf den Sniper-Scav aufpassen, der da oben sitzen kann. Hinter mir sieht's gut aus. Was sagt vor mir? Vor mir sagt erstmal auch okay. Ich glaube, meine Richtung stimmt nicht ganz. Das muss doch hier irgendwo sein. Muss ich jetzt nach links runter? Nee, oder? Ja, doch, doch, das muss hier irgendwo sein. Ah, Orientierung. Ja, doch, das muss hier sein. Da rechts ist nämlich dieser leichte Kamm. So ein bisschen so ein Bergkamm. Da ist es. So, und hier in der Nähe ist nämlich der Jägerstand mit der Nachricht. Da vorne. So, jetzt Richtung meiner Ausgänge. Ah, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe, das stimmt. Kann ich einfach da vorne raus? Oh, hier bin ich sehr offen in Richtung Medical Camp. Natürlich habe ich auch nichts gegessen. Und jetzt bin ich am Verhungern. Du glaubst es doch nicht. Absolut beschissen vorbereitet. Oh shit. Zügig raus, zügig raus. Vorsichtig, aber zügig. Oh, scheiße. Null Essen und ich hab auch nix, ne? Fuck. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Lauf. Laufen, laufen, laufen. Und hoffentlich überleben. Bisschen gegenheilen versuchen. Scheiße. Das wird jetzt richtig eng, Leute. Das wird richtig eng. Das wäre so ärgerlich, wenn ich jetzt, weil ich nicht gegessen habe. Da hinten ist der Ausgang. Ist nicht mehr weit.
Nur hier links von mir können halt Scavs sein, ja. Er hat mich nicht bemerkt. Ich laufe einfach weiter. Okay, der läuft wieder zurück. Ich hoffe, dass das der richtige Ausgang ist. Es wäre so ärgerlich, wenn das jetzt der falsche Ausgang ist, ne? Komm schon. Ja, sehr gut. Oh, nice. Ey, so kann man sich die Aufregung auch einfach selber verursachen. Indem man sich schlecht vorbereitet. Ach, wunderbar. Ah, super. Nur ein Kill, beziehungsweise zwei mit dem Scav, aber zwei Quests abgeschlossen und überlebt. Twitch bleibt dran, wir machen noch weiter, aber YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.